Wie sprichst du mit jemandem, der in einer anderen Zeitlinie ein ganzes Volk nacheinander abgeschlachtet hat und auch dich töten wollte? Sans scheint nach der Aufregung der letzten Zeitlinie keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage zu finden. Er ist vielmehr besorgt darüber, dass mehr seltsame Ereignisse auftreten könnten. Aus diesem Grund beschwört er Frisk, weitere Resets zu vermeiden. Sans befürchtet, dass jeder weitere Reset noch mehr Probleme verursachen könnte. Und damit hat er leider recht, denn während er Frisk dies erzählt, wählt sich im True Lab niemand Geringeres als Kara zurück in die Existenz. Und da Frisk scheinbar in den letzten Zügen eines weiteren Pacifist-Runs ist, ist genau dieser Ort auch sein nächster Halt. Aber bereits an der Oberfläche bemerkt Frisk, dass etwas seltsam ist. Am Eingang sind schwarze Ranken erschienen, die selbst Sans entgangen sind. Der Verdacht erhärtet sich, als Frisk in die Überreste von Endogeny tritt, ohne zu ahnen, dass er auf Schritt und Tritt verfolgt wird. Frisk dringt bis in den Raum vor, in dem sich der Entschlossenheitsextraktor befindet, und wird genau dort von Kara mit gezogenem Messer konfrontiert. Kara hat festgestellt, dass Entschlossenheit genügt, um in der Welt von Undertale physische Gestalt anzunehmen. Und nachdem er die der Amalgamates absorbiert hat, reicht es für ein Part mit Frisk bezüglich der Kontrolle über die Zeitlinie. Mithilfe eines schwarzen Tentakels verfrachtet Kara Frisk in den Entschlossenheitsextraktor mit dem Ziel, sich damit selbst weiter zu stärken. Die Situation wurde zu Frisks Glück auch von Flowey beobachtet, der sofort den von ihm verhassten Sans alarmiert. Hierzu sollte ich erwähnen, dass eine von Camillas ersten Animationen über Flaweys Duell mit Sans am Ende seines eigenen Genocide-Runs lose zum Ditchtail-Kanon gehört. Sans und Flowey haben keinen Grund, einander zu vertrauen, aber auch Flowey ist bewusst, dass Kara auf keinen Fall die Kontrolle über die Zeitlinie bekommen darf. Flaweys Erinnerungen werden oft auf einen weiteren Glitch zurückgeführt, aber ich halte die Erklärung für viel offensichtlicher. Flowey hat durch Alfys Experimente an ihm eigene Entschlossenheit. Normale Resets beeinflussen also nicht seine Erinnerungen. Den Großteil von Undertale verbringt Flowey in dem Glauben, dass Frisk die Reinkarnation seines verstorbenen besten Freundes und Adoptivbruder Kara ist. Aber diese Version von Flowey hat sehr wahrscheinlich den Kampf zwischen Frisk und Sans sowie danach Kara und Sans beobachtet. Und auch wie Frisk Karas Angriff auf Sans abgefangen hat. Ihm muss also dadurch klar sein, dass die beiden nicht die gleiche Person sein können. Was mehr ist, als man von Teilen des Fandoms sagen kann. Und dann hat Flowey potenziell auch noch Teile des Kampfes zwischen Sans und Gaster in der vorherigen Folge mitbekommen. Er weiß also schon einiges, was er sonst nicht wissen könnte. Sans und Flowey gehen ein Zweckbündnis ein, um Kara gemeinsam zu konfrontieren. Mit Blick auf Megalomaniac wissen wir bereits, dass Kara Sans besiegen kann. Flowey muss also das Zünglein an der Waage sein. Kara ist auf jeden Fall bereit für einen Kampf. Wobei auch Camilla sich hier einen Fehler erlaubt. Sans wird von vielen Fans für den Comedian gehalten, mitunter auch, weil der Genocide Run eine Zeit lang buggy war. Aber wenn sich Kara in Snowdin über den ansässigen Comedian aufregt, ist damit nicht Sans gemeint. Jetzt überlegt mal, welches Monster in Snowdin unbedingt ein Comedian werden möchte, während Sans im MTT Resort extra separat von den Comedians und Tänzern gelistet wird und die Leute, die ihn kennen, seinen Humor eher anstrengend finden. Toriel gehört zu den wenigen Charakteren in Universe, die ihn wirklich lustig finden. Und sie hat potenziell seit Jahrhunderten keine guten neuen Witze mehr gehört. Ich gebe euch ein paar Sekunden. Snowdrake. Die Antwort ist Snowdrake. Und dass das scheinbar viele Leute nicht wissen, ist ein Indiz für mich, dass große Teile des Fandoms ein bisschen zu stark für Sans simpen und dafür die Charakterisierung aller anderen Charaktere im Spiel ignorieren. Und das prägt die allgemeine Wahrnehmung. Camilla unterlaufen solche Fehler extrem selten. Das ist etwas, was sie von vielen anderen Fanfiction-Autoren unterscheidet und damit Glitchtail von vielen seiner Gegenstücke. Und falls ihr euch von Sans Simp angesprochen fühlt, Glitchtail hat ein paar böse Überraschungen für euch. Okay, Rand vorbei, zurück zum Kampf. Gemeinsam schaffen Sans und Flowey es tatsächlich, Kara bluten zu lassen, was schon mal impliziert, dass er weiterhin sterblich ist. Kara antwortet allerdings mit einem eigenen neuen Angriff. Der Boden ist Lava oder wie er es, scheinbar inspiriert vom Amalgamate Lemon Bread nennt, seine persönliche Hölle. Sans schafft es, sich und Flowey in Sicherheit zu bringen und den Angriff mit Hilfe seiner Gaster Blaster zu neutralisieren, ermüdet aber dadurch. Mit diesem Wissen wendet sich Kara Flowey zu, den er nun offen als Asriel anspricht und deutlich macht, dass er ihm die Schuld an ihrer beider Tod gibt. Bevor aber irgendwer mehr als das tun kann, beendet der Extraktor seine Arbeit. Sans und Kara gehen beide sofort wieder ins Gefecht, aber Kara erzeugt eine Barriere, um zu verhindern, dass Sans die extrahierte Entschlossenheit zuerst absorbieren kann.
Als Kara die Lücke ausnutzen will, um eben dies zu tun, ist es Flowey, der interveniert und Karas Arm mit einer Ranke festhält, sodass sich der Orb genau außerhalb von Karas Reichweite befindet. Sans wagt einen weiteren Versuch, aber Kara hat nicht vor, sich aufhalten zu lassen. Nach dieser schmerzhaft klingenden Demonstration seiner Entschlossenheit entkommt Kara. Er hat sein Ziel erreicht. Während Sans Frisk einsammelt und Kara ein neuer schwarzer Arm wächst, etabliert das gefallene Kind seinen eigenen Spielstand. Und Glitch hält seine Tradition, jede Folge mit einem Title Drop zu beenden, auch wenn sich erst die zweite Staffel hier richtig festlegt. In einer After-Credit-Szene, die es sogar in den Film schaffte, kehren Frisk, Flowey und Sans in dessen Werkstatt zurück. Während Flowey völlig verzweifelt ist, bekundet Sans seine Absicht, Hilfe zu holen, um Kara aufzuhalten. Die Termination macht deutlich, dass Megalomaniac und Yet Darker nur ein erweiterter Prolog waren. Hier beginnen nun die Fäden zusammenzulaufen. Aber so sehr ich gerade über das Verständnis des Fandoms bezüglich Sans hergezogen habe, ist das doch noch gut im Vergleich zu dem, was Kara abbekommt. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es verteilen werde, aber ich werde es sicher schon mal im nächsten Teil, Your Best Friend, zumindest anreißen.